fast 2000 Teilnehmer in ganz Bayern, Frau Dr. Christel, das ist ja eine Zahl, das übersteigt ja das, was in anderen Bundesländern gemacht wird. Gibt es da in Bayern einen besonderen Erfindergeist? Also wir sind wirklich stolz darauf, dass es in Bayern so viele Teilnehmer bei Jugendforsch gibt. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 2000 junge Leute haben Projekte auf die Beine gestellt, haben sich was zugetraut, haben sich auf neue Ideen eingelassen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten oder verschiedene Gründe, was das in Bayern so aufblühen lässt. Ein Grund ist ganz sicher, dass wir in Bayern sehr attraktive Wettbewerbsveranstaltungen haben. Wir haben tolle Regionalwettbewerbsveranstaltungen, 11 haben wir momentan. Und wir haben hier mit dem Landeswettbewerb in Bayern eine wirklich sehr beeindruckende Veranstaltung, die natürlich den Spirit zurückträgt in die Schulen. Und die, wir wissen ja, viele gehen heim mit noch mehr Motivation und starten im Laufe des Sommers dann neue Projekte. Jetzt ist ja diese Location hier, das Verkehrszentrum des Deutschen Museums, auch was ganz was Besonderes für die jungen Forscher, denke ich. Mir gefällt es unglaublich gut, wenn die Stände mitten in der Ausstellung stehen. Dieser Spirit der Ausstellung verknüpft mit den frischen, neuen, innovativen Ideen und den jungen Leuten. Das macht eine ganz spezielle Atmosphäre und ich bin mir sicher, das werden wunderbare Tage hier im Museum. Und bei der Vorbereitung waren ja viele Leute beteiligt, es war das Museum involviert. Aber der wichtigste Träger ist natürlich das Landespatenunternehmen, die Wacker Chemie AG, die das mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft macht, mit einem großen Perfektionismus. Ich glaube, man spürt, wie wichtig hier dann die Teilnehmer sind und wie wichtig einem das ist, den Teilnehmern auch einen guten Rahmen anzubieten. Gibt es denn heuer irgendwelche Trends, irgendwas, wo Sie sagen, okay, das geht alles in eine bestimmte Richtung, was da vorgestellt wird? Wir haben heuer ein sehr buntes Spektrum. Also es gibt nicht so einen Trend, wo man sagt, heuer haben wir lauter Drohnen oder heuer haben wir lauter 3D-Kameras, wie wir es im letzten Jahr gehabt haben. Mir fällt auf, dass praktisch alle irgendwas zu tun haben mit Softwareentwicklung, Elektronik, Implementierung von irgendwelchen Handys in ihr Projekt. Also ich glaube, so dieses Megathema Digitalisierung ist natürlich angekommen bei Jugendforscht. Und das ist auch meine Erfahrung. Die typischen Trends der Zeit schlagen brandaktuell bei Jugendforscht auf.